Ja, hallo meine Lieben. Heute spielen wir mal das Demo Art Shop Simulator. Also es geht um Kunst. Kunst zu verkaufen. Ist also noch nicht vollständig das Spiel. Also es kann auch ein paar Bugs kommen. So. Hier ist mein Laden, der im Moment noch leer ist. Und wie immer, kennt ihr ja, aufräumen zuerst. Das machen wir aber mal im Schnellverfahren kommen. Ich habe sogar eine Katze. Hallo? Ganz heißt Fluffy und ich kann ihr leider im Moment nur die Farbe ändern. Na, lassen wir mal. Krieg sogar Geld, dass ich den Müll wegschmeiße, krieg Geld für. Cool. Krieg ich im echten Leben nicht. So. Das haben wir jetzt fertig. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Buy and place wall space to hang pictures. Okay. Einmal an den Computer. Gut. Hier Mülleimer, Bank, okay. Lampen, ein Regal, aber ich sollte Shop-Items, gut, ah gut. Oh, hier kann man richtig Bilder kaufen nachher, okay. Tiere, gibt es noch nichts? Oh, ah da, die sollte ich kaufen. Okay, die kaufen wir erstmal. Fertig. So. Und zwei Spots sollte ich, also zwei Lampen sollte ich auch noch kaufen. Da haben wir normale Lampe. Oh, Spots, also damit natürlich die Gemälde nachher beleuchtet werden. So, haben wir auch mal gekauft. So. Nehmen wir erstmal die unteren Karton. Ich muss ja erstmal gucken. So, das. Oh Gott. Wie hänge ich das denn hin? Na, ganz oben sollte ich nicht, aber ja, kommen so in der Mitte hier, so an der Wand. So. Machen wir den nächsten Karton. Das kommt da gleich so neben da. Mit Abstand. So. Und jetzt noch die Lichter. So. Das kommt schön. Ihr wisst ja, Gemälde müssen schön beleuchtet werden, ne? Oh, jetzt habe ich die Lampe so ausgepackt schon. Na, egal. Komm, immer mit. Komm. So. Oh. Die Kartons schnell wegschmeißen. Drei? 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 Jo, tatsächlich. 3 € kriege ich dafür. Geil. Möchte ich auch im echten Leben haben. Wenn ich Müll schon wegschmeiße, werde ich noch belohnt für. Dass ich so ordentlich bin. Buy and place Canvas. Was ist denn Canvas? Canvas. Moment. Ach so. So eine Statue ist zum Malen von Bildern. Ah. Jetzt haben wir es. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht so, noch nicht so, so frisch dabei als Maler. Ganz neu eingestiegen hier. So, wo stelle ich das denn am besten hin? Mal richtig schön drehen. Ja, komm. So. Jetzt sollte ich ein Bild malen. Ja, hey. Seid ihr sicher, dass ihr mir vertraut, ein Bild zu malen? Oh Gottes Willen, na gut. Okay. Ah, komm, wir machen die Pinsel. Mal ein bisschen auf 50 mal gucken. Farbe. Kommt ein bisschen so ein Grünton. So. So, er ist grün. Bisschen blau. Oder ein Punkt ausgelassen. Ja, egal. Können wir den noch nehmen? Ja, komm, wir nehmen wieder. Das ist ein, wenn ich den richtig breit einstelle, den Pinsel. Okay. Ja, ich kann malen, ne? Komm, wir machen ja mal. Ich mache jetzt mal ein Bild in Schnellverfahren, ey. Später kann ich ja noch besser Künstler werden. So, irgendwie noch mal so neonmäßig hier an der Ecke. So, sieht doch gut aus. So.
Wie nenne ich das Bild? Ja, ich nenne es mal Rainbow. Wie viel? Ich glaube 20. Naja, 20 Kopien sollen. Holen wir davon ab. $700. Also okay, Euro. Diesmal sind wir bei Euro. Okay. So, okay. Moment, aus dem Weg. Ich muss das erstmal hier zwischenlagern. Na toll, ich wollte sagen, die zwischenlagern. Okay, dann hängen wir es hin. So. Hängen wir sie beide erstmal hin. Komm. Zwar ein und dasselbe, aber. So. So, jetzt können wir aufmachen, oder? Schon gesagt, es ist jetzt nur ein Demo, aber. Boah. Guck mal, so ganz lustig gemacht. Man kann eigene Bilder malen. Und ihr könnt sogar Bilder importieren. Also eigene Bilder, wenn ihr irgendwelche Bilder auf euren Rechner habt. So. So, wir haben auf. Oh, ich brauche eine Rezeption, also einen Ort für eine Kasse. Moment, Moment, da. Bitte einmal. Oh, noch kaufen. So. Gucken die. Können wir doch. Geht die nicht irgendwie hier in die Ecke rein? So. Ja, wie ich sage, ne? Gehen wir schon mal auf online. Dann ist der Rechner schon da. Ja, kommen Sie rein. Ich habe gerade Fisch aufgemacht. Willkommen bei mir, mein Laden. Update a Preis. Also den Preis soll ich updaten, okay. Marktpreis zwischen 299 Euro. Ah. Komm, wir sollen ja nur updaten. Kommen wir mal mit 115 Euro. So, haben wir gemacht. Ich kann Wände bemalen, okay. So, kann ich also. Oh. Ja, Moment, ich wollte eigentlich gerade Wände malen. Okay, kommen Sie her. Kriegen wir mal hin, kommen Sie her. Und einmal ziehen, okay. Das Geld fliegt mir schon entgegen. So, der nächste. So, kommen Sie her. Moment, gibt es anscheinend. Ich weiß nicht, ob irgendwann in der Zukunft vielleicht auch mit Geld Schein bezahlt werden soll oder ob hier nur alles mit Karte bezahlt. So, der nächste. Jawohl. Kommen Sie mal her. Jetzt habe ich meine Kasse versetzt. Das tut mir aber leid. Warten Sie. Also, ich zähle mal hier durch. Moment, ich muss das irgendwie anders hinstellen. Das so. Stellen die mal so hin hier. So. Ey, ich bin hier. Hallo? Okay, kriege ich eine Karte? Dann machen wir es halt so. So. So, ich soll noch die Wand bemalen. Ja, wenn die meine Kunden nicht wären, dann könnte ich wahrscheinlich ganz in Ruhe hier mal das hinkriegen. Also ist es so, ich finde es gar nicht schlecht. Also, es soll zwar erst Anfang nächsten Jahres rauskommen, das Spiel, aber boah, also für ein Demo finde ich schon mal schön gemacht. Also. Oh, Moment, ich muss einmal dazu durchziehen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Oh, jetzt steht der Kunde schon. Oh. Ja, okay. Ich glaube, ich muss nochmal hier die Rezeption hier, wie es hier noch versetzen. Weil jetzt stehen die Leute, gehen wieder nach draußen und dann kommen sie rein. Nee. Moment, ich muss einmal die Kasse. Rezeption, wie auch immer das Ding jetzt. Lassen Sie mich noch einmal gucken, wie ich das am besten hier hinstelle. Ich glaube, ich stelle es hier hin. Neben meiner Staffelei hier, wo ich male vielleicht. So. Vielleicht geht das besser. Ja, geben Sie mir mal die Karte.
So, jetzt aber mal. Ich will jetzt malen. Die Wände mal so einen Grauton verpassen. Ja. Moment. Oh, wow, mein Ohr. Okay. Also ihr könnt verschiedene Farben nachher machen. Ja, okay. So, haben wir fertig gemacht. So, Moment, ich bin da. Nehme die Karte hier. Einmal. So, ich habe jetzt irgendein Level erreicht. Okay. Auch nicht schlecht. So. So, einmal durchziehen. Dass die dieses Bild unbedingt haben wollen, naja. Das habe ich jetzt gerade mal so aus Jux und Dollerei gemalt, hallo? Aber ich glaube, viele Künstler machen auch nur so von diesen spontanen Ideen, die sie haben. Und manchmal wird das echt ein richtiges Bild, das die Leute einen aus der Hand reißen dann. So, dann kommen sie her. Geben sie mal her. Dankeschön. Habe ich denn noch von den Bildern 3? Oh, ich müsste mal wieder malen. Komm, wir malen noch ein Bild. Komm. Hier mal ein Herzchen. Komm, wir machen mal, Moment, mal ein Herz zu malen. Das wird lustig werden. Ah, ein bisschen weniger. Oh Gott, ich komme mir vor, als wäre ich wieder in der Grundschule. Entschuldigung. So, komm. Ah. So, hier nochmal, so, fertig. Ah, und nochmal 20 Kopien kommen. So, mal reinholen. Okay, ich soll einen Angestellten soll ich jetzt holen. Moment, Moment, Moment. So, Moment, Angestellten sollen wir einstellen. Kriegen wir auch noch hin. Gucken wir mal. Angestelltenmanagement. Oh, hier kann ich den Namen ändern. Oh, hier kann ich sogar Logo. Katzenlogo. Oh, ein paar Logos kann man nehmen. Okay. Ja, okay. So, okay. Nehmen wir den. Ob Details. So. Komme ich da jetzt wieder raus hier? Ah, so. So, jetzt kann ich dir noch die Farben. Wow, komm. Schwarz, nee. Die Farbe richtet sich auch nach Neon. Ah. Wenn so im Blauton, so ein hellen Blau. Die Krawatte mag ich. Ich mag keine dunkle Krawatte. Ein bisschen. Haben wir denn da? Okay, ist gekauft. So. Haben wir das? So, das ist nämlich schon. Das ist schon umgefallen, das Bild. Oh, ja, hängen wir hin. 106? Ah. Dann brauchen wir mal mit 126. Wir steigern mal ein bisschen den Preis. So. So. Also ich soll 2000 Euros mit dem Verkauf verdienen. So. Das ist also jetzt mein Angestellter. Na gut. Oh, sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie. Ich glaube, ich mal noch ein bisschen, oder? Irgendwie macht das irgendwie ein bisschen Laune. Mal überlegen, was könnte ich denn jetzt noch malen? Wir
Kann ich jetzt nichts malen? Ah. Ich weiß, geht nicht, aber also in schwarze Punkte. Nee, schwarz wollte ich doch gar nicht so. Aber ja. Rote Punkte. Richtig knallrot hier. Also ganz ehrlich, ich bin doch Künstler hier, ey. Ah ja, 72, toll. Oder wir haben nur 10. Aber es scheint, je mehr ihr mit Farben was macht, umso mehr steigt doch nachher der Preis der Bilder. Noch einmal aus dem Weg. Oh, wieder rein. So, neues Bild. Auf jeden Fall. Also, ups. Bin ich irgendwie falsch abgebogen? Hier rein. Also man müsste noch ein paar Lampen hier bauen. Ich müsste hier noch ein bisschen mehr Bilder kreieren. Definitiv, aber also für den ersten Einblick. Schönes Spiel, definitiv. Man kann wirklich seine Fantasie dann hier freien Lauf lassen. Es gibt bestimmt einige von euch, die können wirklich gut malen. Ich kann es nicht. Oder welche, die wirklich privat ein bisschen mit Malerei was machen als Hobby. Also die würden hier bestimmt richtige Kunstwerke erstellen können, selbst in diesen Spielchen. Also ich denke, für die wäre das optimale Spielchen dann. Okay, Tag ist beendet, aber. Oh, relax. Okay, ich habe keine Sitzbänke. Ups. Na gut. Also für den ersten Einblick. Was das Spiel nachher kosten wird, kann ich euch leider nicht sagen. Sagen wir mal, ich hoffe persönlich vielleicht um die 20 Euro. Darum, also das wäre so, was ich anpeilen würde. Aber ich kenne natürlich auch nicht die Entwicklungskosten oder so oder wie viel Arbeiten für die, die dieses Spiel gemacht haben. Daher kann ich es euch wirklich nicht sagen, was es nachher kosten wird. Wir müssen abwarten. Es kommt halt nächstes Jahr raus. Und dann gucken wir mal weiter. Bis denn, sag ich mal. Ciao, ciao.